Heute machen wir italienische Bruschetta, die typischerweise als Häppchen, zum Aperitif oder als Vorspeise gereicht werden. Und damit herzlich willkommen bei Snacks Stuff Kocht. Als kleiner Tipp, das Baguette, das wir für die Bruschetta benötigen, muss jetzt nicht unbedingt super frisch sein. Es kann entweder vom Vortag sein oder man kann es auch schon geschnitten einfrieren und dann eben aufgetaut verwenden. Zutaten, die wir benötigen, sind neben dem Baguette einige schöne, reife, rote Tomaten, ein paar Knoblauchzehen, je nachdem, wie intensiv man den Knoblauchgeschmack eben haben möchte, und außerdem noch ein richtig gutes Olivenöl, Salz und Pfeffer sowie Basilikum. Zuerst schneiden wir die Enden von den Knoblauchzehen ab und schälen die Knoblauchzehen. Als nächstes halbieren wir die Tomaten und entfernen den Strunk. Wenn man die Tomate nicht ganz mittig, sondern ein wenig links oder rechts vom Strunk einschneidet, dann muss man den Strunk eben nur auf einer Seite entfernen. Das reduziert die Arbeitszeit. Als nächstes drücken wir die Kerne und den Tomatensaft aus den Tomatenhälften und entfernen diese Reste dann. Jetzt hacken wir den Knoblauch in kleine Stückchen, so richtig schön fein, oder alternativ können wir ihn auch durch eine Knoblauchpresse pressen. Ich habe beim Schneiden des Knoblauchs gemerkt, dass für meine Menge an Tomaten die 4, 10 vielleicht ein bisschen viel sind, deswegen habe ich nur 3 aufgeschnitten. Bei der Menge an Knoblauch ist es ein sehr intensiver Knoblauchgeschmack. Wenn man das ein bisschen dezenter möchte, dann reicht auch eine Knoblauchzehe. Als nächstes erhitze ich in einer Pfanne ein wenig Olivenöl. Hier muss man jetzt nicht das super teure, schöne Olivenöl nehmen, was man zum Beträufeln der Bruschetta nimmt. Da nimmt man einfach eins, das zum Kochen besser geeignet ist. Man braucht auch nicht besonders viel. Ich habe hier vielleicht sogar ein bisschen zu viel genommen. Da würde auch weniger reichen und von der Hitze her würde ich eine mittlere Hitze nehmen, dass es nicht zu heiß ist, damit der Knoblauch dann auch nicht verbrennt. Als nächstes hacken wir die Tomaten in kleine Stückchen. Und geben sie in eine Schüssel. Dann salzen wir die Tomaten gut. Also hier sollte man auch nicht zu wenig Salz nehmen, denn eine gewisse Würze braucht das Ganze dann schon. Und dann geben wir den Knoblauch in die Pfanne. Die bei mir vielleicht sogar ein Ticken zu warm war. Ich habe dann den Knoblauch wirklich nur 10 Sekunden kurz in der Pfanne gehabt. Aber wenn ihr die Pfanne nur auf mittlerer Hitze erhitzt und dann, sagen wir mal, so 10 bis 15 Sekunden lang den Knoblauch kurz anschwitzt, dann reicht das auch vollkommen. Dann nehmen wir den Knoblauch und das Olivenöl aus der Pfanne heraus und lassen die Brotscheiben ein wenig anrösten. Hier muss man wirklich aufpassen, dass sie einem nicht anbrennen. Außerdem pfeffern wir noch die Tomaten und hacken ein wenig von dem Basilikum klein. Jetzt geben wir noch einen guten Schuss von dem schönen Olivenöl drüber. Ich habe hier ein ganz besonderes Olivenöl, das habe ich an Weihnachten von einem Freund bekommen, der Grieche ist und dessen Eltern einen Olivenhain zu Hause haben und die das selbst eben für den Eigengebrauch sich jedes Jahr das Olivenöl pressen. Und da bin ich auch ganz vorsichtig damit und verwende es nur für Gerichte, wo man das Öl dann auch wirklich schön schmecken kann. So wie hier das Bruschetta. Nacheinander rösten wir dann alle Brotscheiben in der Pfanne an.
Man kann alternativ die Scheiben auch in einen Toaster stecken oder alle Brotscheiben auf ein Backblech geben und im Ofen ein wenig anbacken. Dann vermischen wir die Tomaten und das Basilikum mit dem Olivenöl, Salz und Pfeffer. Und sobald die Brotscheiben dann alle angeröstet sind, können wir sie schon mit der Tomatenmischung belegen. Vorher noch ein wenig von dem guten Olivenöl drüber träufeln. Und dann einen guten Esslöffel von den Tomaten auf jedes Brötchen drauf. Wer möchte, kann jetzt nochmal ein wenig Olivenöl drüber träufeln lassen. Auf jeden Fall sollte man das Ganze nochmal ein bisschen salzen, entweder mit Meersalz oder mit Fleur de Sel. Und dann kann man das Ganze schon servieren. Die Menge ist jetzt als Hauptgericht für zwei Personen, würde ich sagen, und als Vorspeise eben für mehrere. Da reichen dann circa 1 bis 2 oder 3 Bruschetta. Viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Ciao!